Hallöchen, meine lieben Freunde. Ja, willkommen zurück zu Dead Space nach einer Woche, 2 Wochen. Naja, egal. Jedenfalls nach etwas längerer Zeit bin ich auch mal wieder dabei und ich habe eine sehr, sehr wichtige Anmerkung. Trommelwirbel bitte. Kein Trommelwirbel. Naja, macht auch nichts. Als ich mein Infopart zu Bionicle Heroes, ich mach mal kurz auf Stopp, hochgeladen habe, gab mir die freudige Mitteilung, dass ich nun in der Lage bin, Videos hochzuladen, die auch länger sind als 15 Minuten. Daher wird es ein Special geben. Erstens werde ich Dead Space, hier das Kapitel beenden und das ganze nächste Kapitel in einem Stück spielen. Und Anno wird eine halbe Stunde dauern. Ja. Dieses Kapitel endet mit einem Endfight, den natürlich wieder Isaac beschreiten muss. Der ist natürlich am besten geeignet als Ingenieur. Ja, der Slug sieht irgendwie aus wie, keine Ahnung, Skorpion? Haha. Das heißt, es ist die ganze Zeit stupides Geballere. Möglichst ohne, dass uns dabei die. Wow. Dass uns dabei die Hülle um die Ohren fliegt. Ja, los, 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 los. Ich bin hier gerade ziemlich still, weil ich mich gerade konzentrieren muss. Das kommt, komm, 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 komm. Das ist wohl einer der actionreichendsten. Gut. Deutsche Sprache lernen wir heute nochmal. Ah, 10% abgezogen. Nein. So, es geht jetzt ein bisschen. Ja, Hülle bei 15%. 20%. Sieht so aus, als würde. Ich habe immer nur ein Single-Feuer zu nehmen, weil die Waffe da nicht überhitzt. Stirb, 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 stirb. Oh, jetzt reicht's. Tot. Das war's. Aufgabe erfüllt. Yay! Endlich geöffnet. USM Valid, this is Kendra Daniels on the USG Ishimura. Come in. Do not open the escape pod. USM Valid, this is Kendra Daniels on the USG Ishimura. Come in. Do not open the escape pod. Damn it! Spawn! Yeah. Ja, da ist sie. Nein, nicht! Was bringt die? Boom, Kalaboom. Und ein heller Bildschirm. Hammond! Thank God you're alright. I've been trying to reach you. Someone's been blocking my rig signal remotely. A crash must have interrupted the signal block. Hammond, where have you been? Surviving. Barely. I found some med supplies and packed myself up. Listen. I'm calling aboard on the mission. Fuck the CEC and fuck the chain of command.
Fuck and fuck and fuck the fuck. I think I've located a shuttle on the crew deck. Flight log says it needs a new singularity core, but we can probably salvage one from the Valor. I can see the tail end of it sticking out from the side of the Ishimura. I'm headed down there now to find a way inside. I'll meet you there. Hammond out. Hat uns das Schiff denn? If what he says is true about the shuttle, we might have a chance of getting out of here. Head to the cargo bay and see if you can help Hammond. In his condition, he may not last long. In anderen Worten, das Schiff ist also im Rückwärtsgang hier reingekracht. Im Rückwärtsgang. Wer ist denn so blöd und aktiviert den Rückwärtsgang? Nach vorne fliegen, Jungs, da leben noch welche auf der Ishimura. Aber nein, und dann mussten sie diese doofe Kapsel öffnen und dann mussten sie ihn refizieren lassen. Wozu sind Soldaten eigentlich da? So, das musste mal gesagt werden. Aber jetzt mal ehrlich, es sind Soldaten. Hallo? Soldaten? Das Wort, was mit S anfängt, mit Oldaten aufhört. Oh, der Aufzug. Wo war ich stehen geblieben? Security Phone. Genau. Hilfe! Hilfe! Ich brauche Hilfe! Ach, leck mich doch. So. Erstmal nachladen. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, eigentlich ist es ja ein Storyfehler, weil das Viech, was Hammond darüber geschickt hat, war ja ein ganz normaler Slasher, also die stinknormalen Gegner. Diese können, soweit ich das weiß, keinen anderen infizieren. Also, wie hat sich dann die Infektion ausgebreitet? Es ist ja schwer zu glauben, dass nur ein einziges Viech alle erledigt hat. Also, dafür sind halt Soldaten. Da muss doch entweder noch ein Infektor dabei gewesen sein, oder sie können jemanden infizieren. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Hört ihr das da draußen? Ich glaube wohl eher nicht, aber... Oh Mann, ey, spielende Kinder können draußen noch ganz schön nerven. Oh nee. Nein. Ist ganz lustig, ich habe hierfür meinen Trainer benutzt, der einem unendlich Leben gibt und dann mich von so einem Viech würgen lassen. Dann wirkt es und 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 es passiert. Du könntest theoretisch in der Zeit, in der es dich wirkt, essen gehen. Jo, du stirbst halt nicht. Aber fehlt halt das Dead Space-Gefühl, wenn man da hackt. Übrigens, hacken ist sowieso bitter, egal welches Spiel. Ishimura Crew Members, ja. Mal sehen, was gibt's denn heute im Fernsehen? Ameisenkrieg. Was gibt's da? Ameisenkrieg? Ameisenkrieg? Ameisenkrieg. Das ist sehr populär an Bord der Ishimura. So, auf zur Ebene 2. Und auf in Tausende von Zombies. Zombies, Nekromorphe. Ja. Ich hatte ja in einer der letzten Folgen mal gefragt, welche Waffe ich nehmen soll. Und mir wurde da eine empfohlen von German Freak 97? Bin ich auch hier. Oh nein. Den ich hier an dieser Stelle auch mal grüße. Genauso wie Boeing Shadow und. Ha! Lad nach, Junge, lad nach. Genauso wie Boeing Shadow und. Boeing Shadow und. Genauso wie Boeing Shadow und Dark Nox. Und. The Mr. Blackbird, ja. Ach ja, und Yanni Frog. Dann hatte ich. Alle zusammen. Und dann LOL King. Sonst was. Dafür, dass er findet, dass meine Anno-Let's Plays super sind. Dann einfach mal Hallo und euer The Ring Read hat euch gegrüßt. Ja. Ich werde vielleicht auch mit Boeing Shadow ein Let's Play together Anno, das kommt davon, wenn man lange nicht mehr spielt. Dann weiß man nicht mal, was man sagen will. Alles auf zurück. Alles auf Anfang, wollte ich sagen.
Ein Medipack. Das lassen wir uns nicht entgehen. Schmeißen wir uns ein kleines ein und schnappen uns ein großes. Wir werden vielleicht, also One Shadow und ich werden vielleicht von Anno 1404 Venedig ein Let's Play Together machen. Ich sehe dich. Ich weiß, wo dein Haus wohnt. Ja. Was haben wir denn da? Luftkanistermittel. Was, welche war das denn noch, die mir hier Jim Freak empfohlen hat? Ich habe echt keine Ahnung. Ich muss mal mir den Kommentar nochmal angucken. Ich habe echt vergessen, was die Energiekanone? Ich will jetzt ja nichts Falsches kaufen, weil das wäre ja... Fetti. Das wäre ja entgegen dem, was ich gesagt habe. Wieso kann ich jetzt auf mir auf einmal wieder was holen? Ach ja, ich habe ja was... Ich kann was verkaufen. Backmarsch. Ja, wir haben jetzt ja auch Zeit. Und wenn das halt nicht funktioniert mit dem ganzen Gestöseldösel und mir, die mir hier einen Bären aufgebunden haben, dann mache ich es, wie ich es immer mache. Ja, genau so werde ich es dann machen. Dann wird das hier halt in ein paar mehr Parts aufgeteilt. Aber wenn nicht, dann dürft ihr euch freuen. Vielleicht schaffe ich es, das Ganze sogar heute noch hochzuladen. Es wird aber schwierig mit dem ganzen Konvertieren und sowas. Jedenfalls, bevor ich weiterlabe, beenden wir doch mal die Mission. Kapitel 8, Suchen und Retten abgeschlossen. Ja, und die ganz aufmerksam unter euch wissen, dass jetzt Kapitel 9 folgt. Kapitel 9. Tod bei Ankunft. Sie sind irgendwo in den Frachtraum eingeschlagen. Hydroponics. Isaac! Good, you made it inside. Listen, I just found the munitions log for the Valor. I don't think their presence here is a coincidence. They're not on reconnaissance and they're not on patrol. This ship is prepped for war. They're on a seek and destroy mission. Do you hear me? Isaac, I've lost him again. No signal from Hammond's rig. Find the Singularity Core and get the hell out of there. Anscheinend war die Whaler, ja genau. Anscheinend war die Whaler hier nicht zufällig. Ich glaube hier nicht mehr an Zufälle in diesem Spiel. Zumal ich es ja schon durchgespielt habe, aber. Ich will euch ja nicht den Spaß nehmen für denjenigen, die das Spiel nicht kennen oder zu viel Angst haben, es durchzuspielen. Das finde ich jetzt auch hier cool gemacht mit dem... Erinnert mich so ein bisschen an Borg-Schaltkreise aus dem Spiel Star Trek Elite Force 2. Kennt das einer von euch? Das sieht dann auch so aus wie so... Da sehen die Teile dann auch so Borg-mäßig aus. Also am Schiff anbaut der Borg. Also das kennt man jetzt nur, wer die Borgs und wenn man Star Trek kennt. Aber es sieht ein bisschen so aus. So. Den Shop brauchen wir nicht. Doch, wir verkaufen Munition. Ja, wenn ihr auf normal spielt oder auf schwer oder auf unmöglich, dann nicht Munition verkaufen. Tut alles, nur verkauft keine Munition. Das wäre wirklich fatal. Und mit fatal meine ich... Genau, fatal. Verkaufen, das wäre wirklich das aller... Dümmste, was ihr machen könnt. Verkaufen. Nicht verkaufen. Nein. Back zurück. Oh mein Gott, hätte ich den Plasma-Cutter verkauft. Das wäre jetzt was gewesen. So, jetzt haben wir 83.000. Ich glaube, 60.000 kostet der Anzug. Ja, ich glaube, 60.000 sonst was. Entering Zero Gravity. Wie das Bildchen hier schon schön sagt. Und ein Luftkanistermittel. Das erinnert so ein bisschen an die Zeichen in Portal. Ah! Entering Zero Gravity. Ja, die USM. Isaac, one of the Valor's weapons ripped open in the crash. Those green orbs you see are highly radioactive, and the Valor's airlock has sealed itself. You're going to have to throw those into space before you can get into the ship. So, jetzt haben wir Part 1 gemeistert. Hier sind schon ein paar Tote.
Bis jetzt sind wir alleine und das... Spätestens wenn wir die Zero Gravity ändern, wird sich das ändern. Was war das denn? Spätestens wenn wir die... Wovon hab ich denn jetzt geredet? Hui! Schöner Grafikfehler. Ach! Was habe ich gesagt? Stirb. Genau wie du. Daneben und nochmal daneben und nochmal daneben. Das müsste jetzt erstmal alles gewesen sein. Radioactive material removed. Oh. Was war das denn? Ah, fuck, ich hatte ja noch jemanden bei Skype an der Strippe. Wartet kurz. Oh, Isaac säuft hier gleich. Was? Blind rein feuern. Warte mal, das nervt. Ich bin gleich wieder da. Ja, da bin ich wieder. So. Skype ist beendet und das dann radioactive material. Und wo ist die Schleuse? Hallo? Wo ist die scheiß Schleuse? Damn it. Wo ist die Schleuse? Ah, da ist die Schleuse. Wie viel Luft hast du noch? Eine Sekunde, eine halbe Minute. Radioactive material removed. Komm schon. Wo ist der letzte? Die leuchten so schön. Radioactive material removed. Nein. Fuck. Da ist eine Luftstation. Es wird immer noch Sauerstoff da reingesogen. Ah. Sauerstoff. Endlich. Meine Fresse. Ja, Wahnsinn. Ich wohne in so einer Wohnanlage und da gibt es so ein paar Kinder, die zoffen sich tagtäglich sowas von und dann immer, ich hasse dich, Nicole, ich hasse dich, Nicole, du bist eine Schlampe. Nur mal nebenbei gemerkt, die sind 13. Mindestens. Also wenigstens sind sie, nein, sie sind nicht mal 13. Da. Oh, hört auf zu nerven. Oh Mann, jetzt hassen sie sich wieder. Weißt du, die hassen sich dann, die denken so, oh, du bist so eine Schlampe, ich hasse dich. Und dann am nächsten Tag spielen sie wieder miteinander. Das kommt schon Tür zu. Oh, gut. Oh, hallo. Wow. Naja, es sind ja jetzt diese schnellen Viecher. I'm reading massive damage, so you may need to find an alternate route to get there. Na, mal sehen, ob ich das alles im Video packe. Also mehr als eine Dreiviertelstunde wollte ich eigentlich nicht investieren. Wenn dann packe ich es in zwei Videos. Ist ja auch nicht so schlimm. Hauptsache, ich habe mal mehr als eine halbe Stunde. 15 Minuten. Speichern. Ach, Mann, die Nerven. Eine hyperaktiv wie sonst was. Die Tür ist offen, aber man kommt nicht durch. Übrigens, das hier ist eine der Szenen, die man im Intro sieht hier. Was ist da so mit den Typen hier? Das schöne Kinderlied und dann. Das haben wir bereits gemerkt. Ja, dass sie schnell sind, das wusste ich bereits. Oder haben wir bereits gesehen. Plasma-Energie. Gut.
Gut, hier sind wir also nur hingegangen, um Plasma-Energie zu bekommen. So. So schiebt man die auch wirkungsvoll. Gut, dass ich das jetzt mal herausfinde. Es kläfft auch noch ein Hund rum. Ich hoffe, ihr hört die Hintergrundkulisse nicht, wie die nervt. Ja, die Viecher sind aber auch... Kommt der angestorben. Die kommen da ja aber auch angestratzt. Aber wie konnten die infiziert werden? Das frage ich mich die ganze Zeit. Ach komm, Nicole. Wie sollen wir dich ganz machen, wenn wir nicht wissen, was dir fehlt? Welche Schraube ist locker? Welche Tasse im Schrank ist nicht da? War das nicht so, dass man... Oh man, nervt das. Isaac, I'm tracking your position, but it doesn't look like I can reach you. This damn ship was nearly shared in half. I made it to the bridge. Mach auf die Tür, Junge. These poor bastards stand a chance. I'm going to override all door locks so you can get to the engine room. I'll try and catch up with you there. Ach, die. Der Stelle ist doch nicht so ein Schießstand. Nein, ist er nicht. Das war noch. Das ist noch ein bisschen weiter. So, aber erstmal tot bei Ankunft. Speichern. Auch netter Name. Warum ich die jetzt erteile, werdet ihr gleich sehen. Haben sie nämlich keine Leichen, die sie infizieren können. Weiter geht's. Könnten aber auch theoretisch hier längs, aber ich nehme den Weg, den ich auch vorher genommen habe. Die ist nicht einfach rausgeflogen, die ist detoniert, die ist explodiert. Und auf zum nächsten Deck mit dem Lastenaufzug. I need to speak with you. My name is Terence Kine, Dr. Kine. Listen to me. There isn't much time. If you really can repair the shuttle, there is a better use for it than just running away. You must understand, the forces at work here are greater than you can imagine. If you leave now, you condemn all humanity. The planet will never stop, never rest, unless the marker is returned. Don't you see? The church is wrong. This is all a trap. I've seen it. Please, you must help me. Der Typ hat auch schon eine Waffe bekommen. Das Beste ist, er sagt, wir müssen ihm helfen, aber... Nein, nicht, dass Mama vielleicht sagt, ja, ich bin da und da, helf mir. Nein, sogar nur helf mir. Ist genauso wie Nicole. Mach mich ganz, ja, womit? Oh. Au. Ah, das ist auch fies. Der hängt da fest. Ah. Oh. Sehr vertrauenserweckend. Wo müssen wir rein? Wir sind jetzt hier. Ach ja, da ging es ja nicht längs. Aufgrund eines eingestürzten Ganges natürlich, wie immer. Hallo, Isaac. Tür öffnen. Danke. Tür öffnen. Credits und Credits, glaube ich. So. Was ist hier? Zum Arsenal.
Na, dann öffnen wir doch mal, was ist das? Die Türsymbole sind. Das scheiße, das ist total. Lift reinballern! Schneller nach. Ich hoffe mal, das war's fürs Erste. Tja. Da kommt auch mit Sicherheit noch mehr. Kommt immer mehr, es wird immer schlimmer. This is Commander Cadigan. We have hostiles on board. This is not a drill. Hostiles are aliens. Ah, nicht schlagen. All personnel have weapons ready and fire at will. Dies ist keine Übung. Bitte verlassen Sie sofort das Schiff. Sie haben keine Chance zu überleben. Dies ist keine Übung. Das finde ich cool hier. Das wird vielleicht etwas länger dauern. Genau, immer die Feinde zerstören. Das ist gut zum Reflektieren. Man hat unendlich Potenzial, am Ende kriegt man Energieknoten geschenkt. Oh, das ging schief. Ich glaube, ich habe euch das Prinzip vermittelt. Ich werde das jetzt offscreen machen, also bis gleich. Ja, hallöchen, ja, da bin ich wieder. Ja, es war gut, das offscreen zu machen, weil ich habe... Ich frag nicht, wie viele Versuche ich gebraucht habe. Wie viele Versuche ich hatte. Meine Güte. Das war vielleicht schwierig. So. Ja. Für die Leute, die es vielleicht nicht so gut gesehen haben, es geht darum halt, diese Figürchen zu treffen. Die roten, die dann auf dich zielen, die muss man töten und die, also zerstören. Das gibt 100 Punkte. Und diejenigen, die blauen, die davon rumstehen, das sind Zivilisten, die geben dann 100 Punkte Abzug. Ja. Und so muss man halt die abschießen, die böse sind, und nicht die abschießen, die nicht böse sind. Aber das kennt man ja. Hä? Ach komm. Den hat's erwischt. Ui, da flog der Kopf, aber sauber abgetrennt. Krankenstation. Ah, da kennen wir ja was von. Ein Glück, dass wir nicht so weit gehen müssen. Open the door, please. Ach, nicht die Stelle. Wie? Alles, was die Nekromorphe anfassen, hat eine Fehlfunktion oder so. Gut, damit wäre das dann auch geschafft. Hat er sich selbst eine verpasst, der gute Isaac. Und immer alles mitnehmen. Ach, ich dachte, das wäre ein Textlog. Keine Munition. Keine Munition. Kein Platz, wollte ich sagen.
So, hier brennt's. Energie für die Laserkanone. Ich hab die Laserkanone nicht. Was wollt ihr eigentlich? War das die Laserkanone, die mir empfohlen wurde zu kaufen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. So. Unterkünfte. Dann müssen wir quer durch die Unterkünfte, einen Speicherpunkt, dann noch da einen Shop und dann haben wir es geschafft. Ein Glück. Dann haben wir den Horror hier hinter uns. Nette Unterkünfte. Seize your glory. Was auch immer das heißt. Ich habe zwar gerade eine Englischarbeit hinter mir, aber ich habe keine Ahnung, was das heißt. Bei denen ist es sehr wichtig, hier hinten irgendwo in der Ecke zu bleiben. Ich weiß, wo du wohnst. Du kannst mich nicht erschrecken. Na gut, du kannst mich erschrecken, aber... Untergehen werde ich... Es gibt aber auch... penetrante Viecher. Nein. Oh, da ist die schwangere Typ hier. Leid, dass ich so leise bin. Ich hab's gerade. Die Nekromorphe gehen ja untereinander auch sehr nett mit der Liebesversicherung. Die tät mir nicht so. Nerv nicht. Das ist immer ganz vorteilhaft bei diesen Räumen. Man kann zwar nicht aus, aber man weiß, wann es vorbei ist. Aber es ist nie vorbei, denn der Marker ändert alles. Und jeden. Und jeden alles. Und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Da ist der Shop. Ich dachte, der Shop wäre woanders. Naja. Verschlusssache. Priorität schwarz. Von Chief of Staff Earth Defense an Commander Cardigan GF. Operation White Light. Schauplatz. Regis-System. Planet wird nachgereicht. Ziel Säuberung. Sea-Chef USG Ishimura verstößt gegen Befehle der Regierung. Sie sollen einen Marker 3A geborgen haben. Special Ops hat Planet... hat System beschädigt, konnte aber keine Planetenkoordinate zur Verfügung stellen. Special Ops empfiehlt Vorsicht, wenn Marker 3A geborgen wurde, wäre eine Infektion durch, tödlichen Organismus eine wahrscheinliche Gefahr. Setzen Sie Schockantrieb zum Aegis-System ein. Begeben Sie sich an eine Position außerhalb der lokalen Ordnung und warten Sie auf das Signal der Ishimura zur Bestätigung der Koordinaten. Ja, also sie wussten schon, was hier los ist. Und dass der Marker 3A geborgen wurde, das muss doch... Das heißt auch was. Also irgendwas läuft hier nicht mit rechten Dingen. 106.000 haben wir. Meine Fresse, wir sind stinkreich. Hm? Ausgang. Was steht da? Bitte komplette Ausrüstung überprüfen. Natürlich. Noch so ein armer Kerl. Jetzt tut mir echt leid. Zwei von denen, oder ist es der gleiche? Naja. Stehe ich nur nicht armer Tor und bin so schlau wie zuvor.
Der war nur außerhalb der Reichweite. Ich dachte, der wäre noch lebend. Das ist übrigens ein guter Tipp, wenn ihr nicht sicher seid, ob der Typ tot ist. Einfach Stase Kinese benutzen. Kinese wirkt nämlich nur bei toten Objekten. Bitte? Ja. Der ist tot, Kinese wirkt. Oder bei diesen ganz kleinen Viechern, diesen Zerteilungs, die da aus dieser Zellteilung sonst was entstehen. So, falsche Taste. Ja, wir haben es gleich geschafft. Hallo? Ich bin hier, ich will dir helfen. Das Schiff ist um einiges kleiner als die Ishimura. So, wir haben jetzt mal... einfach mal im Alleingang durchgestritzt. So, auf hier rein. Übrigens meine Hassstelle in diesem Level. Hier sind die Generatoren und irgendwo da hinten müssen wir hin. Was müssen wir hier machen? Ich hasse diese Stelle. Ich hasse sie einfach. Sie ist so nervig. Warum mag ich diese Stelle einfach nicht? Gut. Diese Kinder nerven. Ah, Isaac. Gut, dass du auch ziehst. Isaac, wirklich, wir verstehen uns. Wir sind auf derselben Wellenlänge. Meine. La la la. Ich hasse diese Stelle einfach. Ich kann es nicht oft genug sagen. Aber ich komme dieses Mal wesentlich besser durch als beim ersten Mal. So. Ah, stimmt. Feuerio. So, was müsste das jetzt sein? Da ist der Antriebskern. Uff. Is that it? You got it? Oh my god. You got it. That's the piece we need. Get to the crew deck. OMG, Isaac! You have it! OMG! Oh my goodness! Oh my God, Slayer! Oh my... Oh my... Brennfackel? Schön vorgewärmt, damit es nicht so kalt ist im Inventar. Das ist auch scheißegal.
Okay, auf Helix. Hammett! Isaac! Over here! I've been trying to reach you, my comm was out. You tell this thing I already called up, I'm thinking out of here. Get that comm to Sullivan! Don't wait for me! Oh, fuck me! Oh, Hammett! Mein Gott, ich mochte den Kill. Nein, Hammett, nein! Beide. Nur noch du und ich, Süße. Du weißt, was das heißt. Ja. Lauf, lauf, Isaac, lauf. Noch ein kleines Rätsel für zwischendurch. So. Das ist wohl eine der geilsten Stellen in Dead Space. Wo man hier vor dem aus dem Flüchten. Nahaha, in die Tür. Isaac, nicht brennen, nicht brennen, nicht brennen, nicht brennen. Fuck, ich bin falsch gelaufen. Geht's jetzt längs? Da. Ja, ich bin da doch durchgegangen. Muss kommen, komm, 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 Baby. Komm, Junge, 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 Junge. Los, 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 was schaffst du? Oh, oh, er brennt, der Fahrstuhl brennt. Los, Isaac, los, 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 los. Komm, ich krieg das Level noch innerhalb dieser 45 Minuten. Komm schon. Ab. Falsche Richtung. Komm, 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 komm. Da geht's raus, es geht raus, es geht raus, es geht raus. Evacuate the vessel episch. Einfach nur episch. Ich weiß schon, warum ich dieses Spiel walkthroughen oder let's playen wollte. Hat das eben Sinn gemacht, was ich gesagt habe? Ich habe es mir schon wieder vergessen. The end is nah. Das Ende eines Gefängnisses. Werde ich alle mit diesem Scheißschiff krepieren. Okay, schmeißen wir jetzt ein Medipack ein. Komm, komm. Ja, es hat funktioniert innerhalb meiner Special-Folge. Mein erstes 45-Minuten-Video. Ich freue mich so. Vielleicht schaffe ich es sogar heute noch abzuladen. Auf Anno wird leider nichts mehr. Das werde ich erst wahrscheinlich morgen aufnehmen und uploaden. Ja, damit sind wir auch in Kapitel 10 angekommen. Sie sind kurz vor Schluss. Ja. Das Ende aller Tage. Also ich freue mich, dass ihr meine Videos so gerne guckt. Die, die ich am Anfang gegrüßt habe, seien gegrüßt und ja, also dazu grüße ich auch noch Todesengel 007, der sich auch immer meine Videos antut, ja. Dann bis zum nächsten Mal.